freue mich, Ihnen Rolf Basten hier im Rahmen des Atempo-Projektes vorstellen zu können. Rolf Basten ist Konzertcembalist und Musikreferent. Er hält Vorträge an verschiedenen Hochschulen, privat und öffentlich. Und ein wichtiger Schwerpunkt seines Schaffens sind die geistigen Hintergründe und die gesellschaftlichen, psychologischen und auch philosophischen Zusammenhänge innerhalb der Musikgeschichte. Er wird hier jetzt über Fragen des Tempos in der Musik sprechen. Meine Damen und Herren, in der Oper Der Rosenkavalier von Richard Strauss gibt es einen wunderbaren Monolog der Marschallin über die Zeit. Der beginnt mit den Worten: Die Zeit ist ein sonderbar Ding. Und Zeit ist in der Tat etwas ganz Besonderes für den Menschen. Wilhelm Furtwängler, der berühmte, legendäre Dirigent, sagte einmal: Es gibt nur ein Tempo, das Richtige. Es ist natürlich ein Aphorismus und zugleich ein selbstironischer Versuch, die eigenen Tempowahlen seiner Dirigate in den Adelstand von Wahrhaftigkeit und von Allgemeingültigkeit zu erheben. Zeit ist ja ganz allgemein etwas Subjektives. Sie hängt ab, die Zeitempfindung, die Zeitwahrnehmung hängt ja davon ab, in welcher Kondition sich ein Individuum befindet, welches Temperament es habe. Und wir kennen das alle, bei Langeweile verrinnt die Zeit anders, als wenn man etwas kaum noch erwarten kann. Und natürlich auch kennen wir es bei einem Date, die Zeit vergeht wie im Fluge. Es war, um das Zusammenleben der Menschen überhaupt koordinieren zu können, sei es nun in kleinen Gesellschaften oder großen Zivilisationen, unbedingt erforderlich, das subjektive Zeitempfinden von der realen Zeit abzukoppeln, von realen Zeitablauf abzukoppeln. Es war schon ganz früh notwendig und deswegen erfand man Normierungen, die es den Individuen ermöglichte, sich anhand dieser Normen zu orientieren und Verabredungen, Übereinkünfte und dergleichen treffen zu können. Ohne diese Absprachen wäre eine Gesellschaft eben nicht möglich gewesen. Je komplexer eine Gesellschaft wird, umso komplexer und genauer muss auch die Zeitnormierung erfolgen können. Am Anfang genügten noch als Orientierungshilfen der Stand der Gestirne, der Sonne, des Mondes. Bei den Ägyptern dann schon waren es schon Wasseruhren, später dann Sonnenuhren. Ja, und schließlich wird im Mittelalter 1335 zum ersten Mal die mechanische Uhr erwähnt. Dann passiert Ende des 18. Jahrhunderts etwas Kolossales. Durch die industrielle Revolution wandelt sich das Wirtschaftssystem des Merkantilismus zum Kapitalismus und mit Nationalstaaten und Geldwirtschaft. Jetzt bekommt Zeit eine ganz neue Rolle. Sie wird nämlich der entscheidende und bedeutendste Wirtschaftsfaktor selber. Denn nur wer am schnellsten ist, kann die Ziele des Maximalprofits erfüllen und gewinnen. Im deutschsprachigen Raum einigen sich in dieser Zeit auch alle Städte auf eine einheitliche Zeit. Zuvor waren immer die Individualzeiten der einzelnen Städte gültig, die sich am Sonnenstand noch orientiert hatten. Nürnberg war 10 Minuten später dran als München zum Beispiel. So, von nun an, in der neuen Situation der Industrialisierung, haben wir eine stetige Zunahme der Hektik der Gesellschaft zu verzeichnen. In den 60er Jahren taucht dann plötzlich auch der Begriff Stress als ein Hauptcharakteristikum der kapitalistischen Gesellschaft auf. Seine gesundheitlichen Schäden sind bekannt. Es gibt nicht nur ein individuelles Zeitempfinden, es gibt auch ein kollektives Zeitempfinden. Alle Menschen, die in einer Zeit leben, wo man noch wie Mozart zum Beispiel knapp mehrere Tage brauchte, um von Salzburg nach München zu reisen, und einer Zeit, wo man das innerhalb von knapp 2 Stunden bei normaler Verkehrslage bewältigen kann, da muss das Verhältnis zu Geschwindigkeit und auch die Empfindung von Geschwindigkeit eine ganz andere sein. Und tatsächlich macht dieser Prozess auch nicht vor den Künsten Halt. Die Ästhetik einer Stilepoche ist auch immer maßgeblich durch die gesellschaftlichen Verhältnisse beeinflusst, nicht nur durch die Individuen, die irgendwelche Dinge erfinden.
Und tatsächlich bemerkt man diese Einflüsse der zunehmenden Hektik und der Geschwindigkeit in der gesamten Entwicklung in allen musikalischen Genres. Am eindrucksvollsten die erbarmungslos hämmernden Technorhythmen, aber auch vor der klassischen Musik, der sogenannten klassischen Musik, machen diese Entwicklungen nicht Halt. Wenn man Neueinspielungen anhört, bemerkt man, dass die meisten schneller sind als vorangegangene Einspielungen des klassischen Standardrepertoires. Es wird immer, immer schneller und immer rasanter. Es hat auch einen hörpsychologischen Grund, weil interessanterweise im auditiven Bereich wirkt eine schnellere Geschwindigkeit auch frischer. Und wenn man etwas Neues auf den Markt bringt, der ja so wichtig geworden ist in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen, dann möchte man natürlich immer frisch erscheinen. Es gibt Kollegen, die, bevor sie eine Einspielung meinetwegen der Brandenburgischen Konzerte Johann Sebastian Bachs vornehmen, sich die letzte gemachte, up-to-date Einspielung anhören und diese noch um einen Bruchteil an Geschwindigkeit übertreffen, um eben frischer zu wirken. Das kann aber kein, sagen wir mal, realistischer künstlerischer Ansatz sein. Und wir haben aber in der Musik auch noch ganz andere Probleme, was das Tempo anbetrifft. Zunächst einmal ist es unerlässlich, hier auf Sonderwege hinzuweisen, die Europa in seiner Geschichte, was die Musik betrifft, immer wieder eingeschlagen hat. Es geht schon damit los, dass ab dem 19. Jahrhundert unsere Musik sich mehrstimmig entwickelt hat. Das heißt, sie konstituiert sich ja heute im Normalfall aus dem gleichzeitigen Erklingen verschiedener Töne, mindestens zwei oder meistens mehr, drei, vier, fünf. So, das hat natürlich Folgen. In der Einstimmigkeit, die in anderen Kulturen damals im Mittelalter noch vorhanden war, haben ja alle Musiker dieselbe Gesangslinie ausgeführt oder Instrumentallinie ausgeführt. Es gab keine Töne mehr, keine mehreren Töne gleichzeitig. Jetzt aber, wenn mehrere Töne gleichzeitig erklingen, muss man aufpassen, damit keine Missklänge entstehen. Man muss die Noten also sorgfältig zusammenstellen, componere, lateinisch Zusammenstellung. So kommt das Wort komponieren zustande. Man kann nichts mehr dem Zufall überlassen und man muss eben tatsächlich schauen, dass man die Tonhöhen und die Tondauern genau angibt, damit die einzelnen Stimmen, die beteiligt sind, wissen, wann sie was singen müssen. Es geht noch weiter. Mit den Individualisierungsprozessen, die in Europa durch den Humanismus stattgefunden haben, ist ein völlig neues Genre entstanden, nämlich das Genre der absoluten Musik. Darunter versteht man Musik, die nicht mehr wie früher an außermusikalische Funktionen gebunden ist. Solche wären zum Beispiel ein Staatsakt, ein geistliches Ritual, Tanz oder ähnliche Veranstaltungen. Solange die Musik solche außermusikalischen Vorgaben hatte, bestanden auch in gewisser Weise bestimmte Grenzen, was das Tempo anbetrifft. Es ist völlig klar, dass ein Trauerzug hoffentlich in einem anderen Tempo sich vollzieht als ein Springtanz oder eben eine Begleitungsmusik zu einer Jagd. Aber absolute Musik, die keine sozialen Vorgaben hat, wo der Komponist seine Fantasie austoben kann sozusagen und wo es immer mehr das Ziel werden wird, dass die Komponisten, die Künstler ihre Individualität im Kunstwerk abbilden und wo auch dann Virtuosität ein eigenständiger ästhetischer Faktor wird, da war es unerlässlich, Angaben über die Tempi vorzunehmen. Denn die Notenwerte selber, die regeln ja nur das Verhältnis der einzelnen Notenwerte untereinander nach mathematischen Prinzipien, also halbieren, vierteln, achteln oder auch dritteln. Jetzt muss man sich klar ausdrücken, welche Tempi die einzelnen Stücke haben sollen. Weil die Individualisierung führt dazu, dass man eben nicht mehr Orientierung hat. Wenn etwas getanzt wird, ist es ganz klar. Wenn etwas gesungen wird, der Text gibt Vorgaben, das hat man jetzt alles nicht. Weil Italien die fortschrittlichste Nation war im 16. Jahrhundert, hat man dann diese Geschwindigkeitsangaben eben mit italienischen Ausdrücken vorgenommen. Es gab übrigens schon in dem Moment, wo man anfing, Musik aufzuschreiben, auch schon lockere Tempoangaben, aber nicht so genaue. Aber jetzt geben wir die Tempovorgaben an, Largo, Allegro und so weiter. Und jeder Musiker, der eine Ausbildung hat, der lernt dann auch, was diese Ausdrücke eben bedeuten. Ausdruck und Tempo stehen in einem engen Zusammenhang.
Das ist mit dem Beispiel von einem Trauerzug oder einem Springtanz oder einer Begleitmusik zu einer Jagd ja schon so quasi ausgedrückt worden. Und es ist interessant, dass dann nach dem Ende des Generalbasszeitalters, was wir normalerweise das musikalische Barock nennen, so ab 1730, hört das langsam auf, dann leitet man auch sozusagen Tempovorschriften von den Standardtänzen des Hofes ab. Da haben wir auch bei Instrumentalstücken, die nicht zum Tanzen sind, so Satzbezeichnungen wie Tempo di Minuetto, Tempo di Gavotta. Aber auch von anderen Bewegungsarten werden Tempovorschriften abgeleitet, wie zum Beispiel Tempo di Marcia, Tempo im Marsch, oder Marcia Funebre, Trauermarsch. Ja, jetzt geht's also immer weiter. Wir haben eine neue Situation im 19. Jahrhundert. Da fällt auf, dass sich die Vortragsbezeichnungen in den Stücken, auch innerhalb, also nicht nur am Anfang eines Stückes, innerhalb eines Stückes sehr stark anhäufen. Und das hat zwei Gründe. Einmal liegt es daran, dass sich im 19. Jahrhundert jetzt kolossal unterschiedliche, zum Teil konträre, individuelle Kompositionsstile entwickelt haben. Wenn man also Schumann mit Berlioz, mit Chopin, mit Liszt vergleicht, das sind also oft Welten dazwischen, nicht nur Unterschiede, aber auch große, große individuelle Merkmale, dann kann man das ganz gut sehen. Aber es kommt eine weitere Schwierigkeit dazu, nämlich wir haben einen neuen Berufsstand, den Berufsstand des Konzertpianisten, der jetzt durch Europa reist, um sich überall hören zu lassen. Falls dieser Konzertpianist überhaupt noch selber komponiert, spielte er in der überwiegenden Zahl ja die Werke von zeitgenössischen Kollegen oder auch von früheren Epochen. Und da haben wir jetzt ein interessantes Phänomen. Solange Mozart seine eigenen Werke in den Konzerten gespielt hat, er hat nicht die Werke von anderen Komponisten aufgeführt, solange Beethoven das getan hat, wussten die ja auch ganz genau, wie schnell sie etwas haben wollte, wie überhaupt die Ausführung des Werkes gestaltet werden sollte. Man sprach in diesen Zeiten, da gab es ja auch schon Kritiken, die aber waren mehr wie Kommentierungen eines Konzertes gewesen, sprach man noch bei einem Konzert oder von einem Vortrag. Jetzt aber, wo Pianisten oftmals die Werke aufführen, die gar nicht aus ihren eigenen Händen sind, sprechen wir von Interpretation. Das heißt, der Pianist verschafft sich eine Vorstellung, was der Komponist, den er vielleicht oftmals gar nicht selber gekannt hat oder weil er schon tot war oder ihn nie getroffen hat, was mit dem Notentext gemeint sein könnte. Und die Komponisten, die ja immer mehr ihre Individualität abbilden wollten im Kunstwerk, wollten zugleich aber auch genau sicher sein, dass alles so klingt und gemacht wird, wie sie es haben wollten. Und da war natürlich Geschwindigkeit eine ganz wichtige Herausforderung und Anforderung. Man brauchte ein Mittel, mit dem es möglich war, dass ein Solist gemäß den Angaben des Komponisten 1:1 die Geschwindigkeitsvorstellungen abnehmen konnte. Und deswegen ist die Erfindung von Johann Melzels Metronom von unglaublicher Bedeutung. Versuche, so ein Mittel, die Zeit zu messen oder solche Tempoabnahmen zu ermöglichen, hat es schon seit dem 17. Jahrhundert gegeben. Aber keine davon waren wirklich nachhaltig erfolgreich. Jetzt mit dem Metronom hat man diese Möglichkeit. Beethoven hat dann ja nach 1816 angefangen, die meisten seiner Werke mit Metronomzahlen zu versehen. Man muss aber auch einwenden, es wird von Zeitgenossen schon berichtet, der Meister habe, wenn er aufs Konzertpodium ging, sich oftmals an seine eigenen Metronomangaben nicht gehalten. Das ist aber ganz klar, das liegt am Adrenalin, weil wenn man Adrenalin hat in den Adern, dann läuft die Zeit scheinbar nicht so schnell ab, wie sie wirklich abläuft. Das ist einmal eine Erklärung dafür. Eine weitere Erklärung wäre, das ist ja für einen Komponisten, der ja der Schöpfer seines Werkes ist, auch legitim ist, im Stegreif quasi Tempi einfach mal abzuändern und Eingriffe in die Textur seiner Komposition zu nehmen. Wir wissen sogar von Haydn und von Schubert, das waren keine so versierten Klavierspieler. Wenn die beim Spielen eigener Werke merken, das geht so ein bisschen schief, hat man halt spontan eben Erleichterungen eben eingeführt. Aber das Metronom war jetzt das Mittel schlechthin. Keine Missverständlichkeit mehr über den Willen, den Ausdruckswillen des Komponisten übrig zu lassen auf Seiten der Interpreten.
Das Metronom kam aber nicht bei allen Komponisten gleich gut an. Vor allem, das Metronom ist ja auch ein Mittel, das die präzise Tempoausführung eines schweren Stückes eben zu üben. Und deswegen sagte zum Beispiel Karl Maria von Weber, er halte nicht sehr viel davon, denn der Takt solle kein hemmender oder kein erbarmungslos antreibender Mühlenhammer sein. Der Takt solle das sein, was der Puls dem Leben ist. Man hatte übrigens im 18. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert auch versucht, mit Hilfe des Pulsschlages Vorstellungen von der Geschwindigkeit zu geben, in welcher man ein Stück aufgeführt haben wollte, aber es hat sich nicht so sehr bewährt. Nun, Karl Maria von Weber macht auch ein Plädoyer für das Tempo rubato. Das bedeutet, dass man innerhalb eines Satzes ein Tempo leicht verändert, so wie es dem Ausdruck angemessen ist. Weber drückte es so aus, es gibt keine Adagio, wo es ab und zu nicht nötig wäre, mal ein bisschen zu beschleunigen, um nicht schleppend zu wirken. Und genauso gut gibt es auch kein Presto, keinen schnellen Satz, wo man nicht an gewissen Stellen im Sinne des Ausdrucks die Geschwindigkeit etwas verlangsamt. Und Johannes Brahms war ganz und gar gegen das Metronom. Trotzdem ist es eine Möglichkeit der künstlerischen Willensbekundung, eben, dass die Leute die Tempi nicht so sehr übertreiben. In der einfachen Meinung der Leute, das ist ja immer wieder zu sehen, ist es ja so, die Leute meinen, wenn einer etwas gut kann, kann er es auch schnell ausführen. Das liegt auch in unserer Industriegesellschaft. Also schnell ist gleich perfekt. Und man überlegt oft gar nicht mehr, ob denn die Geschwindigkeit und die Perfektion wirklich zusammenhängt. Das ist ja eine Frage, die für sich beantwortet werden muss erst einmal. Jedenfalls kommen wir zurück, die Tempi werden immer schneller und immer erbarmungsloser, habe ich das Gefühl. Es gibt eine Furtwängler-Einspielung des 5. Brandenburgischen Konzertes, die ist genau halb so langsam wie eine Einspielung des Barockspezialisten-Ensembles Concerto Köln. Es gibt ja ab den 60er Jahren eine neue Interpretationssichtweise, was die Musik betrifft. Man fing in den 60er Jahren an, Musik, sagen wir mal, vor dem 19. Jahrhundert auf sogenannten Originalinstrumenten oder auf Kopien davon zu spielen. Man wollte der Klangästhetik und den Aufführungsgepflogenheiten der damaligen Zeiten möglichst nahe kommen. Wir nennen das heute die Originalklangbewegung. Am Anfang hieß es historische Aufführungspraxis. Ich habe selber als Cembalist ja viel mich in diesem Feld auch betätigt. Mir ist aber schon bald klar geworden, dass dieser Anspruch der Klangästhetik früherer Zeiten nachzukommen, aber auch künstlerisch zu hinterfragen ist. Wie wirkt eine Geschwindigkeit? Wie wirkt überhaupt eine Klangästhetik einer Zeit vor dem Düsenjet und nach dem Düsenjet auf die Menschen? Das ist eine wichtige Frage, die nie eindeutig geklärt worden ist. Es gibt glänzende Aufnahmen, es ist ein neuer Markt entstanden. Wir haben die klassischen Standardwerke inzwischen auch des 19. Jahrhunderts, entweder auf Originalinstrumenten oder eben auf den modernen Instrumenten. Und die modernen Ensembles versuchen sogar bei ihrer Produktion von Musik aus dem 18. Jahrhundert sogar den Klang der historischen Instrumente nachzuahmen. Alles bedenklich, es bringt uns dem Kunstwerk nicht unbedingt näher, denn der Klang und die Klangästhetik erfolgen aus dem Geist einer Epoche und aus dem Geiste desjenigen, der die Kunst eben vertreten hat. Und das hat sich von Zeit zu Zeit eben erheblich gewandelt. Und das Interessante ist, bei den Einspielungen auf Originalinstrumenten sind die Geschwindigkeitszunahmen der Tempi teilweise noch grotesker als bei den konventionellen Instrumenten, was zum Teil überhaupt keinen Sinn eben macht. Wie auch eben zum Beispiel Brandenburgisches Konzert Nummer 5 von Johann Sebastian Bach in Originalklang Aufnahme. Kunst und Reproduktion von Musik in einem Konzert oder in einer Aufnahme ist immer ein Akt der Übersetzung. Und zwar muss man erst einmal genaue Kenntnis über die Grammatik und das Vokabular der Sprache, in welcher der Text steht, sich aneignen. Auch Idiomatik ist wichtig. So, dann muss man versuchen, über diese Kenntnisse den Text erstmal sich selber zu übersetzen und zu seinem Gehalt vorzustoßen. Und erst dann ist es möglich, sich zu überlegen, wie kann ich denn den Text, den Gehalt in einer für Zeitgenossen aufnehmbaren Art präsentieren. Das ist die Grundentscheidung. Und
Vor allem muss noch eine Entscheidung vorangehen. Bin jetzt ich der Rohstoff für das Kunstwerk, das ich trage, dem ich diene, von dem ich immer mich frage selber, was will das Kunstwerk von mir? Oder nehme ich einfach das Kunstwerk als meinen Rohstoff, über den ich mich selber produzieren kann, bis hin zum Narziss? Alle Dinge sind legitim in einer demokratischen Gesellschaft und die Vielfalt der Interpretationen ist etwas sehr Schönes. Das war ja eine große Bereicherung, die im 19. Jahrhundert begann, dass nun eben jeder Künstler die Möglichkeit hat, seinen Blickwinkel auf ein Werk auszubreiten. Und man kennt, ich kaufe mir zum Beispiel nie Gesamteinspielungen von einem einzigen Interpreten, weil ich erst anhöre, von welchem Interpreten mir dieses bestimmte Werk am besten gefalle. Das kann man ja heute im Zeitalter der Tonträger auswählen. Übrigens noch ein Wort eben zu den Tonträgern. Die haben ihr Übriges dazu beigetragen, dass diese Beschleunigung im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung bis heute im 21. Jahrhundert ebenso mit extrem zu verzeichnen ist. Nun, ich finde, es ist ein großer Bedarf im Bereich der sogenannten klassischen Musik, die ich lieber autonome Musik nenne, also reine Instrumentalmusik, die den gewissen Prinzipien der Menschenrechte und der Aufklärung verpflichtet ist. Es ist wichtig, diese Musik wieder zu entschleunigen. Die Doppelschlagtheorie, die ja das Projekt A Tempo vermittelt, finde ich sehr interessant und sehr gut, um einen sogenannten Entschleunigungsversuch vorzunehmen, den unsere Gesellschaft nicht nur auf dem musikalischen Gebiet eben nötig hat. Mir ist immer wieder bei Besprechungen von Beethovens Hammerklaviersonate aufgefallen, dass Leute, die sie analysiert haben, so auch zum Beispiel Joachim Kaiser, gesagt haben, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie Beethoven dieses Werk in der von ihm angegebenen Metronomzahl überhaupt hat ausführen können. Dann weiß man auch, dass eben die Klaviere, auch noch am Anfang wie Chopin sie kannte, dass diese Klaviere noch nicht so schnell zu spielen waren, wie wir es heute gewohnt sind. Also erst die Verbesserungen im Klavierbau ebenso Anfang des 19. Jahrhunderts haben überhaupt möglich gemacht, dass man eine gewisse Geschwindigkeit einschlagen konnte. Und für meine eigene private Meinung, wenn ich das sagen darf, ist es sehr entscheidend, dass eben manche Menschen, vor allem die Rezipienten, annehmen, dass je schneller einer spielen kann, desto besser ist er. Es sind aber wichtige andere Details, die eine gute Interpretation, einen guten Vortrag eben wiedergeben. Und diese Doppelschlagtheorie würde ja im Wesentlichen heißen, dass wir alles nur noch halb so schnell spielen. Gerade bei den langsamen Sätzen habe ich da von Bernhard Ruchti diese Interpretation ganz wunderbar gefunden. Im Vergleich dazu, also das hat Bernhard Ruchti nicht eingespielt, aber zum Beispiel für mich war immer der Mittelsatz der Prager Symphonie von Wolfgang Amadeus Mozart, in der Dirigat von Nicolas Harnoncourt problematisch, die Ecksätze fantastisch, aber der Mittelsatz war mir immer zu schnell. Die Achtel im Mittelsatz waren genauso schnell wie die Achtel im Eröffnungssatz im Allegro. Der Mittelsatz ist der langsame Satz, ja. Wie kann das sein? Da habe ich eine gewisse Rastlosigkeit gespürt. Wenn gerade in den expressiven Sätzen finde ich es viel wichtiger, ein maßvolles Tempo einzuschlagen, weil letzten Endes auch die Modulationsschemata, die Harmonien, die sich verändern, viel besser nachzuvollziehen sind. Und in den schnellen Sätzen eben hat man eben wieder ein Gefühl, man kann sich bei den schnellen Sätzen trotzdem auch entspannen, wenn man sie zuhört, nicht wenn man sie spielt. Das kann ich versichern, ja. Das halbe Tempo bei den schnellen Sätzen kann man ja als eine These auch in Einspielungen praktisch sozusagen vornehmen. Ich glaube trotzdem, wenn man sich an die Doppelschlag- oder die Einschlagtheorie hält, in dem Moment wie Beethoven, wenn man auf die Bühne geht, ist man ja, hat man das vielleicht durch lange Übung den gewissen Metronomschlag drauf, aber es wird kleine Varianten geben, je nachdem, wie man sich gerade befindet und wie auch die gesamte Atmosphäre im Publikum ist. Es ist natürlich bei Einspielungen anders, dann kann man immer direkt das Metronom abnehmen, aber ich finde diese Doppelschlagtheorie eine große Bereicherung des Marktes. Ich habe das mit viel Vergnügen gehört. Ich dachte mir bei der Beethoven F-Moll-Sonate Opus 1, Nummer 1, dachte ich, das wirkt aber sehr langsam. Aber hörpsychologisch
ist ja Folgendes interessant für diejenigen, die sich ein bisschen mit Musik auskennen. Wenn man zum Beispiel ein Stück hat, das aus lauter Sechzehnteln besteht, das ist oft bei Johann Sebastian Bach der Fall, und man, bei Bach gibt es natürlich keine Geschwindigkeitsangaben. Es gibt ab und zu mal den Eintrag Adagio, dann wieder Presto, aber sonst ist es spärlich ausgestattet mit Tempoangaben. Dann kann man zum Beispiel natürlich jetzt das Viertel als Markierungspunkt nehmen. Eine Möglichkeit wirkt schnell. Aber wenn Sie die einzelnen Sechzehntel nehmen, dann haben Sie praktisch die Impulse, die rhythmischen Impulse in kleineren Einheiten, aber es wirkt eigentlich schneller. Denn da merkt man zwar eine Hektik an, aber das ist ja so ein Geschnattere, so wie ich es meistens habe, wenn ich in Fahrt komme und eben leidenschaftlich über ein Thema spreche, wirkt das viel schneller. So, und wenn man sich zum Beispiel bei dieser F-Moll-Sonate im ersten Satz von Beethoven Opus 1 dann auf die Achtel konzentriert, die dann alsbald einsetzen, im zweiten Thema zum Beispiel, dann hat man einen ganz anderen Zugang zu diesen Dingen. Ich glaube, es wird für viele nicht einfach sein, sich auf die langsameren Tempi einzustellen. Und das ist aber eine subjektive Angelegenheit, weil eben schneller, frischer wirkt. Und unfairerweise könnten am Anfang die Leute vielleicht meinen, oh, das wirkt aber nicht ganz so stramm und so weiter. Aber wenn man das öfters hört, wie mit allem, was man neu zum ersten Mal irgendwie hört, wenn man sich mehrmals hingibt, ist das absolut überzeugend und absolut schlüssig. Für mich gibt eben dieses Projekt A-Tempo eben einmal die Antwort auf die Hammerklaviersonate, wie das möglich sein ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Doppelschlagtheorie eine richtige Lösung gibt, weil man das eben das Werk technisch viel besser bewältigen kann. Und für mich ist das Projekt A-Tempo ein sehr wichtiges und probates Mittel, dieser Hetzjagd der Interpretationen endlich etwas entgegenzusetzen. Wenn also eine heutige Aufführung des 5. Brandenburgischen Konzerts doppelt so schnell ist wie noch vor 60 Jahren, dann kann etwas mit der gesamten Gesellschaft nicht stimmen. Ich würde abschließend sagen, ein schönes Zitat von dem Schauspieler Kortner, der gesagt hat, wir haben wenig Zeit, darum langsam. Vielen Dank.